Wusstet ihr übrigens, dass in Dresden die Zahnpasta erfunden wurde? Und viel mehr dazu erfahren wir vielleicht im Hygienemuseum. Willkommen hier im Deutschen Hygienemuseum in Dresden. Ich bin Anne und arbeite hier als Praktikantin in der Presse. Ich bin Marian und arbeite auch in der Presseabteilung und das ist unsere Dauerausstellung. Wir sind hier im Ausstellungsraum Leben und Sterben. Das ist einer von 6 verschiedenen Ausstellungsräumen. Wir haben auch noch die Abteilung Essen und Trinken, Sexualität, Bewegung, Denken und Schönheit. Hallo, ich habe gerade erzählt, dass hier in Dresden Zahnpasta erfunden wurde. Was könnte man denn da noch dazu erzählen? Dazu könnte man zum Beispiel erzählen, dass das Hygienemuseum von einem Erfinder eines ganz berühmten Mundwassers gegründet wurde. Und das war im Jahr 1911. Damals gab es hier eine sehr große Ausstellung, die erste internationale Hygieneausstellung. Und da kamen über 5 Millionen Menschen nach Dresden. Und aus dieser Idee heraus, weil man gesehen hat, dass das so ein großer Erfolg war, ist dann auch ein ganzes Museum entstanden. Generell geht es um den Menschen und vor allem hier in der Dauerausstellung rund um den Menschen und die Menschheit. Nach diesem originellen Museum sind wir noch etwas in der Altstadt unterwegs. Vorbei am Kulturpalast, bevor unser Weg uns direkt in die Neustadt führt. Auf der anderen Seite der Elbe geht es bunt und kreativ zu. Und hier stelle ich euch einen ganz besonderen Dresdner vor. Ich bin der Falk, ich moderiere das hier, die ganze Geschichte online und ich freue mich, euch kennenzulernen und vielleicht freut ihr euch ja auch, mich kennenzulernen. Ich bin aus Dresden, bin im Süden von Dresden groß geworden und lebe aber schon länger hier in der Neustadt, weil einfach hier alles ist, was mit Kultur zu tun hat. Ich habe hier studiert, dann habe ich noch Meisterschüler gemacht, das ist 2011. Dann war ich ein Jahr in Barcelona für ein Stipendium und seitdem bin ich wieder hier. In Dresden studiert man an der Kunsthochschule, die ist mitten in der Altstadt gelegen, also da direkt am Fluss. Und da gibt es eine große Kuppel oben drauf, die sieht aus wie eine Zitronenpresse. Zitrone, pressen und dann läuft hier schön der Zitronensaft vorbei. Da sind eine ganze Menge Ateliers drin und hat auf jeden Fall eine der besten räumlichen Bedingungen von Deutschlands Kunsthochschulen. So, liebe IDO-Teilnehmer, ihr seht auch, in Dresden regnet es öfter mal, aber das macht nichts. Ich zeige euch trotzdem mal, was wir hier in Neustadt alles sehen können. Jetzt sind wir hier mitten im Zentrum der Dresdner Neustadt, wo auch wirklich alles stattfindet. Also hier sind die Partys, hier sind die Cafés, hier sind die Kneipen und hier ist auch alles, was mit Kreativ und Kunst zu tun hat. Das sind die guten sächsischen Äpfel, hier um die Ecke angebaut, lecker. Wow. Schön, ne? Jetzt sind wir schon in der Kunsthofpassage angelangt. Es sind verschiedene Höfe gestaltet von verschiedenen Künstlern, die auch hier um die Ecke alle leben und arbeiten. Das ist so ein Regenspiel, was man hier angucken kann. Das macht Geräusche, ja. Zum Schluss führt uns Falk direkt zum goldenen Reiter, den wir schon am Anfang unserer Reise begegnet sind und der hier der Neustadt entgegenreitet. Es ist August der Starke, einer der berühmtesten Söhne der Stadt. Falk, ganz lieben Dank für diese tolle Führung durch die Neustadt. Na, vielen Dank. Euch noch viel Spaß in Dresden. Euch viel Spaß bald in Dresden. Ich freue mich auf euch kennenzulernen. Und macht's gut. Viel Spaß noch. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Es hat Spaß gemacht und ich wünsche euch noch ganz viel Freude bei der IDO 2020.